Die stolze Hansestadt Rostock, die größte Stadt des Landes, die einzige Stadt Mecklenburg-Vorpommerns mit Bevölkerungswachstum, ist gerade dabei, eine 120-jährige Theatertradition zu beerdigen. Aus 4 Sparten werden 2. Tanz- und Musiktheater werden eingespart, bis zu 100 Stellen sollen abgebaut werden. Der Bürgerschaft und der Hansestadt fehlt es doch ganz offensichtlich an Kultur- und Kunstverständnis. Wer Theater mit Autofahren vergleicht und daraus dann den Schluss zieht, dass Theaterstücke wie Autos nicht vor Ort produziert werden müssten, der hat den Schuss wirklich nicht gehört. Und der Schuss lautet so: Die deutsche Theaterlandschaft gehört zum Weltkulturerbe und erfreut sich großer Resonanz. Theater ist Teil der Stadtkultur. Theater kann der Stolz einer Stadt sein oder zumindest werden. Theater hat einen Bildungsauftrag und vor allem einen künstlerischen Auftrag. Rostock hat es geschafft, sein Theater in den letzten Jahren herunterzuwirtschaften. Mit Sevan Lacinyan als Intendant bestand die Chance, diesen Prozess umzudrehen und der Hansestadt wieder zu dem Theater zu verhelfen, das Rostock verdient. Und was macht Rostock? Aus Angst und Ignoranz setzt man Lacinyan vor die Tür. Das Echo ist verheerend. Bundesweit macht Rostock sich jetzt einen Namen für Unkultur. Am Montag hat die Bürgerschaft noch einmal die Chance, die Kündigung des Intendanten zurückzunehmen und damit zu beweisen, dass hier nicht wirklich Kleingeist und Provinzialismus herrschen. Theater hat in Rostock eine Zukunft. Theater muss in Rostock und in diesem Land eine Zukunft haben. Wer diese Zukunft verspielt, vernichtet Kapital in Stadt und Land und macht sich strafbar.